Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit herzlich willkommen zu unserer Video-Wochennachlese. Das Wichtigste der letzten 7 Tage in nur 100 Sekunden. Bis zum vergangenen Samstag fand in Ljubljana der Europrevent 2018 statt. Ich habe die Gelegenheit vor Ort genutzt und Professor Dr. Ulf Landmesser mal gefragt, wie ist das denn eigentlich mit dieser Cholesterinlüge, über die ja viele Patienten berichten, zumindest bei mir in der Praxis. Gibt's die jetzt? Ja oder nein? Nein, ich glaube, das ist ein ganz auch bedauerliches Missverständnis aus meiner Sicht. Ich denke, die wissenschaftliche Datenlage ist eindeutig. Es gibt mehr als 200.000 Patienten in Studien, die mit verschiedenen LDL-Cholesterin-senkenden Ansätzen behandelt wurden. Alle diese Studien zeigen eine klare Risikoreduktion. Insofern, diese Daten kann man nicht ignorieren. Nach einem kardiovaskulären Ereignis stellt sich ja häufig die Frage, was kann ich selbst tun, damit es mir besser geht? Eine Möglichkeit, eine gute Mundhygiene. Denn gerade die Bakterien, die eine Parodontose auslösen, die scheinen auch nach einem Gefäßereignis dafür verantwortlich zu sein, wenn es schlechter heilt. Also mit anderen Worten, eine gute Mundhygiene bzw. der Gang zum Zahnarzt ist allen Patientinnen und Patienten zu empfehlen nach einem kardiovaskulären Ereignis und dann, wenn sie höhere kardiovaskuläre Risikofaktoren aufweisen. Nochmal kurz zurück auf den Europrevent-Kongress 2018 in Ljubljana. Die Frage, die sich dort unter anderem auf einer Poster-Session stellte, kann man den Übergang von einem Prädiabetes, also einem metabolischen Syndrom, zu einer Diabeteserkrankung wirkungsvoll verhindern, und zwar ohne Medikamente. Dr. Scholz und sein Team sagen ja. Sie haben eine eigene Studie vorgestellt mit über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Darin konnten, relativ gesehen, 80% aller sonst üblichen Diabetesfälle vermieden werden. Es gibt ja nun gleich eine ganze Reihe von Tipps, wie man eine Hypertonie auch ohne Medikamente senken kann. Neu für mich auch das Vitamin B2, das Riboflavin, kann das. Vor allem dann, wenn die Patientinnen und Patienten eine MTHFR-Mutation aufweisen. Selbst dann, wenn der Blutdruck schon klassisch behandelt wird, scheint das Vitamin B2 einiges zu erreichen. Am 25. April fand der Weltmalaria-Tag der WHO statt. Das Problem ist ziemlich groß. Unter anderem wurde jetzt ein weiterer humanpathogener Erreger entdeckt, der 6. mittlerweile. Dennoch sind viele Experten optimistisch, in den nächsten Jahren etwas erreichen zu können. Wie groß das Problem ist, sieht man an dieser Zahl. Pro Tag sterben 1200 Menschen weltweit an Malaria. Umgerechnet pro Minute einer. Zum Schluss unserer Video-Wochennachlese nochmal ein Blick nach Ljubljana. Viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich ja mit Blick auf den Laborzettel vor allem, was muss ich denn da jetzt eigentlich behandeln? Die Triglyceride, das Gesamtcholesterin, das LDL? Ich habe auch dazu Professor Landmesser nochmal gefragt. Also als Therapieziel ist ganz klar das LDL-Cholesterin im Vordergrund. Die anderen Lipidmarker können eigentlich nur in der Risikobeurteilung helfen, aber als Therapieziel ist das LDL-Cholesterin ganz im Vordergrund. Soweit also unsere Video-Wochennachlese für heute. Alle Links wie immer auf unserer Website. Wir sehen uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin.